Geht doch. Hui, da fehlt es. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Ja, die letzte Folge war ja nicht so erfolgreich. Sehr turbulent. Ja, ich bin ein paar Schritte weitergegangen. Hab noch nichts weiter gemacht, außer meine Taschen geleert. Nicht mal ein bisschen zumindest. Nicht alles. Aber ich wollte auch nicht jetzt hier wieder weg. Verdammt, ey. Nehme ich mir alles mit. Spiel wieder voll. Munition bräuchte ich. Das brauche ich nicht. Die können wir gleich mal einsetzen, Landmin. Gucken, ob die was bringen. Wie sie draußen rumgucken. Aber zum Glück ist hier keiner. Der hier gewillt ist rumzugucken. Ja, Munition ist ja gut. Ja, Sprung deaktiviert. Sie war auch weiterhin da über uns rumkreisen, ne? Ich würde ja gerne da vorne erst looten. Scheiße, Mann. Okay. Wir looten erstmal hier alles schön in Ruhe. Gucken, ob wir was Schönes finden. Wenn wir nicht gefunden werden, ist alles gut. Was ist jetzt eigentlich, wenn wir jetzt auf die schießen? Schieß nicht an. Ist der auf uns? Nee, gell? Das ist verwirrt und wissen nicht woher. Das jetzt gebracht? Oh ja, immerhin. Wirklich mal einen Down. Das ist doch auch nicht abfällt. Ganz schnell. Das ist gleich. Oh, das hat nicht so viel gebraucht jetzt. Okay. Also Mitte ist nicht so gut. Gut zu wissen. Mitte ist nicht gut. Dann weiter auf die Düsen. Düsen bringen mehr. Zerg mal jetzt down. Ja, die Düsen bringen viel mehr. Arschloch, alles sich bewegt. Das ist ja unfreundlich. Also. Neulich. Das sieht komisch aus. Treffen die? Nein, die treffen nicht. Cool.
Na komm. Mach vorwärts. Ich glaube, das bringt nicht viel über. Das sieht zumindest nicht sehr effektiv aus. Einfach weiter da drauf. Das ist wirklich Munition, Alter. Das ist eine Scheiße, ey. Fällt nicht vom Himmel. Meine Fresse. Scheiße. Hä? Wie? Ich mache mir Gedanken über Munition. 5000 Schuss dabei. Kein Wunder, warum der beladen ist. Jawoll, da geht er down. Sehr schön. Da kommt der Kumpel. Uns aber nicht, oder? Nein. Der ignoriert uns erstmal gekonnt. Ja, wie geil ist das denn? Ist doch nicht euer Ernst? Wie geil. Jawohl! Ach, Rauchgeschosse. Was will ich mit Rauchgeschossen? Junge, du bist auch dran. Ich muss dich jetzt runterholen. Tut mir leid. Muss ich dich hier locken? Komm mal her. Ja, hier bin ich. Oh, jetzt hast du mich gesehen. Ima. So. Und tschüss. Das funktioniert erschreckend gut. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Aber da ich jetzt weiß, dass die auch Waffen und Mopeds drin haben können. Hallo? Was soll denn da als nächstes kommen? Das macht wahrscheinlich nicht so viel Schaden, wa? Gucken gleich mal. Naja, doch, geht. Daneben. Sehr gut. Achso, das sind ja auch Rauchkra. Ach Gott, bin ich dumm. Sagt nichts. Will nicht lesen. Ich würde dich wundern, warum ich keinen Schaden mache an den Dingern mit den Rauchgranaten. Oh mein Gott. Jetzt fällt er freundlich runter. Bis. Du kannst dich gar nicht mehr da oben halten. Das ist physikalisch nicht mehr möglich.
Und tschüss. Was jetzt mal runter? Sag mal. Ich werde langsam albern für uns beide. Echt jetzt? Geht doch. Hui, da fehlt es. Okay, das sieht cool aus. So, sprinten geht ja nicht. Okay, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir da rankommen. Da hochgehen. Ja. Blubbidi 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 blub. Er ist halt natürlich auf einer ganz ungünstigen Position gestoppt. Hättest du nicht ein bisschen weiter drüben landen können? Nur so ein Stück. Wie soll ich denn jetzt looten da? Okay. Da war jetzt aber nichts drin, schade. Hey. Au. Gut, der kommt nicht. Okay, dann durchsuchen wir erstmal hier weiter und dann geht's vorwärts. Forschungslabor ist das gewesen, okay. Ja, die haben die doch bestimmt auch noch irgendwelche coolen Sachen geforscht. Nein. Ach nö, nicht schon wieder. Komm schon. Okay. Also wenn ihr mal feststecken solltet, rückwärts hüpfen. Nicht vorwärts, rückwärts hüpfen. Hilft immer. Hat mich bis jetzt immer befreit. Meine Güte. Deutsch werde ich sprach. Ja, perfekt. Munition, Junge. Munition, Munition, Munition. Ist da bestimmt noch was drauf, aber ich brauche erstmal. Gehen erstmal da ein. Moped habe ich auch nicht mehr. Scheiße. Aber ich habe ein neues. Geil. Ach du Scheiße, was gibt's denn hier alles? Irgendwas stimmt schon wieder mit den Häusern hier nicht. Es ruckelt. Ich weiß nicht warum. Wir waren alle mal Kinder. Ja, ja, das waren wir. Mhm. Angriff ist die beste Verteidigung, fair. Das stimmt nicht. Manchmal ist auch Rückzug die beste Verteidigung. Der beste Verteidiger. So viel Schuss davon? Scheiße. Die ist ja gar nicht drin. Was ist denn das?
Leere Dekohäuser. Das hat man ja noch nie. Hier sehe ich gar nichts drin. Bisschen enttäuschend. Nicht mal. Ach doch, da. Sag nicht mal einen Rucksack oder sowas. Okay, okay, okay. Gut, wir müssen einfach der Straße folgen, gut. Das kriege ich mir doch, glaube ich, hin. Ich gehe jetzt nicht in das einzelne Haus rein. Wir können ja nicht mehr schleppen. Hier scheint was Wichtiges drin, aber hier sind Mobs drin. Anzeichen dafür, dass irgendwas drin ist, wenn Mobs drin sind. Ein Radio. Das brauchen wir aber nicht. Sonst ist ja auch nichts. Mann. Endlich wieder eine Gasmaske. Endlich. Doch, doch, rückwärts öffnen ist einfach der Shit. Gut, hier ist nichts weiter drin. Jetzt können wir wieder rausgehen. Da hinten raus müssen wir. Die Häuser durchsuche ich jetzt nicht. Okay, jetzt erstmal da hinten raus und holen uns unser Häuschen. Sowjetische Antennenstation. Na toll. Und zur Sicherheit. Was? Okay, da vorne gleich. Ja, die krieg ich mal da weg. Sagte er. Und wusste nicht, auf was er sich einlässt. So viel zum Durchsuchen. Das mache ich alles offline, glaube ich. Das tue ich euch nicht an. Die hier die Scheiße durchsuche. So. In welchem Haus sein, das hat wieder in dem Haus hier. Unten im Keller, natürlich. Wo auch sonst? Von wegen oben. Keller reicht vollkommen für uns.
mal die Türen zu. Gut, dann würde ich sagen, mache ich erstmal schnell ein bisschen Räumi-Räumi und für euch geht es dann gleich weiter. Bis gleich. So, ich habe erfolgreich erstmal ein paar Waffen abgelegt, ein bisschen Munition abgelegt, wie ihr seht. Ja. Und wir haben, habe ich eben gerade auf dem Map gesehen, hier noch irgendwo in der Nähe eine Quest, die wir uns holen können. Nee, 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 nee. Okay, ihr wollt mich doch verarschen, du blöden Mistviecher aus. Ist auf jeden Fall irgendwas Großes wieder. Wie man hört im Hintergrund. So, wo sollen wir denn eigentlich hin? Hinter uns. Das wollte ich noch hier machen. Hier müsste das dann sein, oder? Ja. Hier soll irgendwo eine Quest sein. Die wir uns holen können. Warte mal. Aber wo soll denn die bitte schön sein, die Quest? Ich sehe hier nichts. Schwer bewaffnete Nebenmission. Haben wir die schon? Nee. Die haben wir noch nicht. Ein gutes Auge. Guck mal hier mal rein. Du wirst auf jeden Fall gut mit relativ guten Waffen beschmissen. Hier sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwo eine Nebenmission versteckt. Hä? Auf dem Klo vielleicht. Ist gar kein Klo. Ist das Kinderzimmer vom ungeliebten Sohn, Tochter, whatever. Ah.
genau neben dem Auto gestanden bin. Wo bist du? Hä? Jawohl, endlich mal wieder was. Zum Rumballern. Schissen. Meine O! Bestimmt da drin. Nee. Hä? Was soll denn das sein? Da ist das. Das soll da sein. Wir laufen jetzt genau drauf zu. Was soll da drin sein? Hä? Hab ich nicht gesehen? Ich bin zwar ein Blindfisch, aber jetzt nicht gedacht, dass ich so blind. Oder hier oben irgendwo. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Z für mehr lesen. Nachricht an Anna. Anna, falls du das hier liest, mir geht's gut. Das mag ich bezweifeln, aber okay. Bevor das alles hier angefangen hat, habe ich auf meinem CB-Funkgerät total komisches Zeug gehört. Und dann kam gar nichts mehr. Die Polizei und das Militär haben keine Ahnung, was los ist. Ich kann mir nichts davon erklären. Ich bin der Polizei und dem Militär aus dem Weg gegangen und unterwegs zu den großen Radarmasten westlich der Stadt. Vielleicht kann ich dort etwas in Erfahrung bringen. Ich hoffe, du bekommst das hier. Deine Karin. Ah, die Karin hat an die Anna geschrieben. Das ist doch mal toll. Neue Mission. Da hinten, nice. Okay, dann machen wir. Okay. Hat man das wenigstens auch geholt. Sehr schön. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt irgendwo da hin. Das ist schon gelootet? Ja, das hatte ich schon gelootet. Hier läuft irgendwas Großes rum, ich hör's doch. Warte, da ist ein Moped. Achso, da ist mein Moped. Da hinten steht mein Moped, ja. So. Drei Antennen schon. Du Scheiße, ey. Wir haben ja ein ganzes Ding aufgebaut hier, wa? So einen ganzen Abwehrschirm. Eine Radarstation. Das ja keinen Funken ausgeht. Hallo? Keiner da. Na. Okay, hier ist nichts. Dann wollen wir mal gucken, was uns da hinten erwartet. Aber, was uns da hinten erwartet, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gunrock. Bye, bye.